Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, verehrtes Publikum, willkommen zur größten Podcast-Zirkus-Show. Das ist Chaos für Anfänger, Staffel 3. Und nun Manege frei für Like Jerry und Noah Bibel. Was war das denn am Ende? Was geht ab? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Oh mein Gott. Und natürlich sind wir heute auch nicht alleine hier, weil alleine wäre auch das Ganze hier irgendwie ein bisschen langweilig. Und wir müssen die Manege ja mal füllen. Wir können ja nicht immer alleine drin sitzen. Logo. Und deswegen haben wir heute hier Vorhang auf. Für den einzig wahren Chips und knusprige Puffs. Er hat's verkackt. Es wurde ihm vorher noch gesagt, wie es heißt. Er ist hier, Crispy Rob, heute bei uns in der Manege. Herzlich willkommen. Hallo. Ey, wie geil war das Intro, bitte. Danke. Oh, ich lieb das, wenn so Liebe im Detail steckt. Und Dankeschön. Das war richtig cool. Oh, danke. Ich sag dir auch ehrlich, also habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, jedes Mal, wenn wir das hören, ist es halt einfach so, es ist einfach ein unfassbar cooler Einstieg, ja. Weil wir es halt selber feiern. Absolut. Das ist so, das ist euer Intro. Ja. Und ein Intro hat so viel, weißt du? Es ist so mächtig, wenn man so ein Intro hat, weißt du? So einer, der es wirklich liebt. Ja. Das ist ja. Toll. Ja, das Intro. Öfter kommen, wenn du willst. Ja. Wieder gerne. Sieht richtig cool aus, also Respekt für dieses geile Set. Ich fühle mich richtig wohl, aber auch... ich werde so die ganze Zeit ein bisschen getriggert, weil ich will so ganz halt mit den Dingen auch spielen. Weißt du? Da sind diese Jonglierbälle, hier ist der Zauberstab, ist das schon direkt so. Aber also nach der Folge machen wir noch eine ganze Zirkusshow, macht euch keine Sorgen. Wir sind da. Überall da, wo es YouTube gibt. Also, vielleicht, es ist fast nicht möglich, aber vielleicht für Leute, die dich nicht kennen sollten, kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, was machst du? Ja, kommst du her, wenn du nicht gerade im Zirkus auf dem Todesrad bist? Okay, also ich bin der Rob oder auch Crispy Rob und bin so einer der ersten Food Creator aus Deutschland. Mach das schon ein paar Jährchen. Bei mir dreht sich so alles rund ums Essen und ein bisschen was auch aus meinem Leben. Und Chips-Produzent bin ich auch noch. Wie heißen die Chips nochmal? Ja, das sind die Robs. Also das ist die Snack-Brand. Weil das Gott sei Dank, selbst bevor wir uns nicht kannten, habe ich nämlich immer schon zugeschickt bekommen von euch. Und ich war immer so, hey. Ich liebe diese Crunchy Puffs, heißen die? Ja. Jetzt hat er das. Die mit Paprika, habe ich dir schon tausendmal, glaube ich, gesagt. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich so, ich liebe deine Aber weil die auch so ein bisschen spicy sind. Ja, genau. Spicy Paprika, ja. Das ist unser zweites Produkt. Also wir haben mit Kesselchips angefangen und jetzt sind wir schon fast 4 Jahre da und seit einem Jahr haben wir unser zweites Produkt, denn Robs ist nicht nur eine Chips-Brand, sondern die Vision ist quasi eine Snack-Brand zu haben. Ja. Und überleg dir mal jetzt ganz kurz, du hast vor wie vielen Jahren mit YouTube begonnen? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil wann habe ich angefangen? Mhm. Also mein erstes Video hochgeladen habe ich mit 14, also vor 16 Jahren. Oh. Und Crispy... Wie lange gibt's YouTube schon? Ja. Ja. Überraschung. Hat sich letztendlich gesagt, es gibt YouTube erst seit 12 Jahren? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht jemand auf TikTok? Mit 14 hatte ich, glaube ich, mein erstes Video hochgeladen. Es war aber auch noch so, da war YouTube ja was ganz anderes. Das war ja wirklich so, wer hat zu Hause eigentlich einen Camcorder? Und du hast einfach so... irgendwas drehen wollen, um es hochzuladen für diese Erfahrung von, es ist so da, es ist so abspielbar, es ist für jeden abspielbar. Und dann habe ich, glaube ich, einen Kumpel genommen, der konnte ganz gut Beatbox, ich konnte so ein bisschen Gitarre spielen und eine Freundin konnte singen. Und da haben wir so einen auf so Mini-Medley, so 5 Songs kurz angestimmt und das war das erste Video. Und quasi der erste Mashup auf YouTube. So, ja, ich glaube, das gab's da schon. Ich glaube, das war inspiriert davon, aber in ganz billig und ganz einfach. Und Crispy Rob habe ich dann, glaube ich, erst vor 8 Jahren gestartet. Ach so. Ich hatte mehrere Channels vorher. Ich hatte auch mal einen. Okay. Ja. Was hast auch du da gemacht? So 8 Jahren. Okay. Was hast du da so hochgeladen? So Unboxings. Oh, cool. Ich mache einen Slime selber. Ja. Und einmal ich verteile Weihnachtsgeschenke an meine Nachbarn. Mega cool. Ja. Das war der Zeitgeist damals. Das war cool. Das war damals do it yourself immer gemacht. Und es war einfach fun. Ja. Na, es war, glaube ich, einfach noch wirklich nur der Gedanke, Spaß damit zu haben und einfach zu tun. Es war ein Hobby, wo keiner wusste, wo es hingeht. Ja. So, als ich irgendwie... dann meinen zweiten Channel hatte, das war ein Kurzfilmkanal, da habe ich gerade Abi gemacht und war voll der filmbegeisterte Typ. Ich war so der Typ in der Schule mit der Kamera. Also ich habe das Abschlussvideo gedreht, ich habe Karnevalsvideos gedreht und ich habe sogar, ich glaube, ich bin einer der wenigen Schüler auf meiner Schule, der jemals Geld verdient hat in der Schule, weil ich habe am Wochenende sogar Lehrern Schneiden beigebracht.
Oh, also ich wurde wirklich von der Schule bezahlt, dass ich so Workshops in der Schule gebe. Ey, damals und so. Einfach schon Business gemacht. Ey, das ist voll verrückt. Und dann habe ich auch so Aufträge bekommen, als der Direktor dann die Schule verlassen hat, so ein Abschiedsvideo zu produzieren. Also ich war so der Kameradude da. Und ja, und habe dann in meiner Freizeit auch Kurzfilme gedreht. Und das war halt so die Zeit, ne? Es war einfach nur so irgendwas machen, hobbymäßig, hochladen, mal schauen, wo es hingeht. Mhm. Wer hätte jemals gedacht, dass Social Media zu so einer riesigen Industrie wird. Ja. Ne? Das ist ja wirklich, es war außer Frage, dass man zu der Zeit überhaupt da Geld verdienen kann. Voll okay, verrückt. Chips. Ja, jetzt bin ich verrückt, wie die Reise verlief. Was war denn so der erste Content, den du dann mit Crispy Wop gemacht hast? Also wie kam denn so die Entscheidung? Es kam ja bestimmt dann irgendwann so der Moment von so, hey, ich mach so Kurzfilme oder Mashups oder also so. Genau. Dann zu, okay, hey, vielleicht fange ich mal an zu reden oder gib den Leuten Persönlichkeit mit. Wie war denn da so der... Das war der Zeitgeist. Also das sage ich ja immer so. Damals, um YouTuber zu werden, musstest du dich verhalten wie ein YouTuber. Mhm. Weißt du, das war diese Zeit von... Es war wenig, natürlich gab es sie auch schon, aber wenig irgendwie, du machst was voll Uniques und bist voll besonders, sondern es war so ein bisschen, okay... Jetzt ist die Longboard-Tour vorbei, jetzt ist die Ligria da und jetzt ist plötzlich jeder Vlogger. Ne? Jeder hat diese Kamera, jeder läuft durch die Stadt, jeder will ein Longboard und damit einmal durch Köln über die Rheinbrücke fahren. Ne? Er hat einfach so, recht. War eine coole Zeit. Ja, und das Verrückte, so zu der Zeit musstest du im Endeffekt einfach nur genau das machen, weißt du? Du musstest irgendwie schon dieses verrückte, offene Intro haben. Yo, Freunde, was geht ab, bla 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 und... hier voll verrückt mit der Kamera und Überload an Emotions und dann war man so Teil der Szene irgendwie und genauso hatte ich dann angefangen. Also irgendwie ein Mix aus, ich filme mein Leben und zeig, was so passiert und mein Leben war ganz cool, weil ich halt für Ju gearbeitet habe, also für Julian Bam. Genau, und habe dort quasi als Kameramann gearbeitet, das heißt, bei uns ist sehr viel passiert. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich dann natürlich so ein bisschen strategisch an so Dingen, die funktionieren im Internet oder zu der Zeit auf YouTube funktioniert haben, orientiert und geguckt, wie kann ich das machen, was funktioniert, nur in ein kleines bisschen besser. Mhm. Und das war mein großer Vorteil, würde ich sagen, dass ich so aus dieser Branche kam, wo die ersten YouTuber eher Leute waren, die es wirklich rein aus Hobby gemacht haben, war ich ja quasi schon selbstständiger Kameramann, habe Kommunikationsdesign studiert. Und kannte mich mit Schnittprogrammen gut aus. Das heißt, ich konnte glänzen, indem ich eine Challenge mache wie jeder andere, aber ich habe zwei Kameras benutzt, ich habe Zooms gemacht, ich habe Musik drunter gelegt. Das war zu der Zeit was übelst Besonderes. Ja. Was heute so der Qualitätsstandard ist, ist ja schon krass. Ne? Schaut euch euer Set an, weißt du? Ja. Vor 8 Jahren... Ey, da warst du krass, wenn du eine Spiegelreflex mit einem Richtmikrofon hattest, weißt ja, du? Ja, das ja, war ja, die das Zeit. Stimmt, das stimmt. Dementsprechend, ja, war wild und war eine gute Zeit, um anzufangen, weil es noch so überschaubar war an den Menschen, die es getan ja, haben. Ja, das stimmt. So, heutzutage ist es ja unglaublich. Mhm. Heute musst du wirklich glänzen. Damals würde ich sagen, du hättest einfach nur dranbleiben müssen und dann hättest du erfolgreich werden können. Mit egal welchem Content. Ich glaube, das größte Geheimnis damals war wirklich Continuity. Ich habe da auch so eine verrückte Theorie zu. Ich habe mich mal mit jemandem darüber unterhalten. Und zwar am Ende des Tages ist so unser Chef oder mein Chef da in dem Falle YouTube/Google. Und damals wollte die Plattform ja im Endeffekt die Leute groß machen, damit mehr Leute auf die Plattform kommen. Das heißt, der Hauptgedanke der Plattform ist, wie bekomme ich mehr Leute dazu? Und ich bekomme mehr Leute, wenn ich Leute habe, die Leute holen. Also die klar. Content hochladen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das Ganze ja einfach eine Computer ist und eine künstliche Intelligenz, war für diese Zeit quasi für den Computer nur wichtig, dass du regelmäßig hochlädst, weil dann konnte er mit dir spielen. Dann wusste er, du bist also eine Figur, die das hier machen will und du hältst dich an die Spielregeln und das allein reicht aus, um dich groß zu machen. Mhm. Klar, je besser dein Content, desto besser, effektiver, ja. Aber nichtsdestotrotz, allein, dass du ausspielst, hat dich spielen lassen. Genau. Kann der Computer erst arbeiten. Also ist meine Theorie damals auf jeden Fall, egal was du gemacht hättest, wenn du es regelmäßig gemacht hättest, hätte es früher oder später funktioniert. Krass, ja. Wir haben das Beispiel haben wir schon mal gehabt, weil zum Beispiel Noah auf TikTok hat quasi, ne, hat mal eine Zeit gehabt, da hat er 10 Videos am Tag postet. Crazy. Ja. 10 Videos am Tag, aber du kannst ja mal sagen, wie verrückt dann trotzdem das Auf und Ab war. Das ist halt so, das war während meiner
Halbzeit, würde ich sagen, so, wo ich damals so bekannt geworden bin, mhm, und so mein Peak hatte, würde ich sagen. Aber das Ding war so, ich habe 10 Videos am Tag hochgeladen, manchmal sogar 11 oder 12, also wirklich Maximum. Das war auch qualitätsmäßig irgendwann einfach dann, ne? War ja, dann klar, das war so, klar. Okay, das waren 4, fand ich cool, und der Rest war einfach nur auf Master zu produzieren. Aber allein, dass du dieses Tempo gehalten hast, ist verrückt. Ich habe echt lange gehalten, muss ich wirklich sagen. Ich habe echt lange das gehalten. Und ich sag dir ehrlich, ein Video hat dann zum Beispiel 1 Million Aufrufe und das andere dann 15.000. Mhm. Und das war kurz nacheinander gepostet. Mhm. Das war zu keiner Relation stand das am Ende. Das war so. Und ich habe auch, okay, vielleicht ist das so ein kleiner Roboter, der mit mir spielen will. Und dann, okay, wenn ich jetzt 10 Videos hochlade, dann werde ich belohnt dafür, dass ich viel Content hochlade, weil die Leute bleiben länger auf der Plattform. Genau. Aber nein, also, ich hätte 10 Videos machen können, alle hätten 1 Million Aufrufe bekommen sollen, aber es war so 1 Million, 10.000, 5.000, 300.000. Und ich so, Leute, weißt du was? Also ich würde sagen, dass das in... Ob überhaupt irgendwas mal berechenbar war in dieser Welt, ist schon schwierig. Ich glaube schon, aber. Ich glaube auch. Aber ich glaube, als TikTok dazu kam, hat alles keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. TikTok hat irgendwie die Relation zu Zahlen, zu Verhältnis, zu Funktionalität komplett durcheinander gebracht. Ja, das stimmt. Allein, wenn man das mal betrachtet, du machst einen Banger-Video auf YouTube. Ja. Was auf YouTube, sage ich jetzt mal, 500.000 Aufrufe erreicht. Du würdest genau das gleiche Video nehmen und bei TikTok hochladen, es hat vielleicht 3.000 Aufrufe, weil es auf dieser Plattform nicht funktioniert. Ja, es ist, und das hat, glaube ich, alles so ins Drehen gebracht, wo die Leute nicht mehr wussten, was mache ich jetzt, was lade ich jetzt hoch, wie lade ich so, wie spreche ich jetzt? Also wenn wir jetzt mal, ne, in die TikTok-Richtung denken, da ist die ersten 3 Sekunden, es ist so wichtig, was du sagst, wie es aussieht, absolut, wo du bist. Ja, weißt du, und damals, ich kann mir vor, ein YouTube-Intro ging manchmal 2 Minuten. Ja. Du hast 2 Minuten erzählt, wo du bist, wie es dir geht, was du machst, warum du heute gut riechst oder was weiß ich. Und trotzdem hat das Video 700.000 Aufrufe, weißt du? Ja. Und bei TikTok ist so, wenn du 1 Sekunde länger redest, sagt er so, tschüss. So, weißt du, dass dieser Wandel ist so krass. Ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist auf jeden Fall so klein. Haben wir noch eine? Das ist die Frage. Haben wir noch eine? Ich glaube, es ist so immer jetzt mittlerweile die Frage so, worauf lasse ich mich ein? Weil ich gehe ja trotzdem noch gerne ins Kino und schaue mir so einen Blockbuster an und da ist ja das Pacing ganz anders. Ja, stimmt. Aber ich mach's bewusst. Aber wenn man halt so in diesem unbewussten Strudel lebt oder für den Moment lebt, dann ist man einfach nur so. Hast du eigentlich selber mal TikTok angefangen? Ich habe mal, guck mal, 10, 15, 20 TikToks hochgeladen. Hab mir sehr schwer getan, mich so mit der Plattform anzufreunden als Content Creator. Als Konsument total reingefallen. Ne? Mhm. Ich hab wirklich direkt irgendwann mal so einen Timer gestellt, dass der mir so nach einer halben Stunde sagt, echt? So hey, ja, ey, muss ich. Das habe ich auch bis heute. Das habe ich leider für nicht. Für Instagram und TikTok. Nee, du hast das, aber du stellst den Timer nicht. Achso, ja. Also man muss auch dazu sagen, ich habe das und trotzdem drücke ich dann immer so, komm noch 15 Minuten. Nach 3 Stunden so, oh. Aber nichtsdestotrotz gibt mir so das Bewusstsein dafür, dass ich nicht so im Strudel gefangen bin. Mhm. Aber ja, irgendwie habe ich irgendwie gedacht, so, ich bin so real und auch so stolzer YouTuber und will eigentlich diese Laufbahn beibehalten. Und irgendwie dachte ich so, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich TikToker. Und dann ist es auch nochmal was ganz Neues und das ist so mein Hauptbaby. Das will ich dadurch nicht vernachlässigen. Ich glaube, es war trotzdem ein falscher Blick auf das Ganze, weil heutzutage lebt alles in Koexistenz. Also heutzutage sind wir Content Creator, meiner Meinung nach. Und du spielst auf allen Channels aus. So. Und ich weiß, dass ich es jetzt irgendwann machen werde, in welcher Art auch immer, ob es jetzt eine Art von Wiederverwertung ist oder irgendwie trotzdem uniker Content. Aber bis dato tue ich mir immer noch irgendwie mit Hochkant einfach schwer, weil ich auch so einfach jahrelang das so mache, wie ich es mache. Ne? Ich bin so klassisch Idee, überlegen, Drehtag, dann 4, 5 Tage schneiden. Und dann lade ich es hoch und dann schaue ich mir dieses Video 30 Mal an, 15 Minuten und dann bin ich so, damit jetzt bin ich zufrieden. Ja, das ist ein ganz anderer Workflow als so in 2 Stunden muss. Genau. Dementsprechend, also kam noch nicht dazu, aber ich denke, es wird auch dazu kommen. Safe. Was war denn damals so das Video, wo du sagtest, also, oder gab es so eins, wo du sagst, boah, das war mein Durchbruchvideo? Es gab so verschiedene Momente und Zeiten, die dafür gesorgt haben, dass es so richtig bergauf ging. Mhm. Ich erinnere mich aber stark daran, dass ich mal so ein Sandwich-Video gemacht habe. Glaube ich, Top 5 Sandwiches war das, wo ich quasi einfach meine Lieblings-Sandwiches gezeigt habe und gekocht habe. Und das Video hatte, glaube ich, nach einem Tag oder 2 eine Million Views auf YouTube. Und das war dann so,
da hat dieser Lauf angefangen. Mhm. Und dieser Lauf ging dann so 3 Monate bei mir, wo ich jedes Video, was ich hochgeladen habe, Platz 1 in den Trends war und ich weiß nicht, bestimmt 500.000 Abonnenten mitgemacht habe. Also es war einfach eine verrückte Zeit. Ja. Und das war so der Durchbruchsmoment, weil das war auch ein Zeitpunkt, wo sich die Spielregeln so ein bisschen verändert haben. Es war vorher eher kürzer ist gut und es war genau der Zeitpunkt, wo YouTube auf Long ging. Ja. Da war auch die Option erst freigeschaltet worden, dass du mehr als einmal monetarisieren konntest. Das war vorher nicht so. Du auf ein Video machen? Vorher konntest du nur eine Werbung schalten, genau, auf ein Video. Ja. Und plötzlich konntest du diese Werbung in der Mitte schalten. Ja. Und es wird halt ein Cash-Move von YouTube gewesen sein. Und natürlich, was du dann, wenn du quasi lange Videos gemacht hast und die Leute lange Videos geguckt haben, im Algorithmus einfach Lieblingskind. Mhm. Und ich habe genau zufälligerweise dieses Kochformat gestartet, was quasi gar nicht möglich ist, in kurz zu machen, weil ich halt Zeit brauche, um 5 Gerichte zu erklären. Das heißt, die Videos waren 20 Minuten lang, die Leute haben die Videos geguckt und dann ist der Kanal explodiert. Und das Sandwich-Video war so, ja, so mein Markenzeichen. Das war ganz gut, weil ich war quasi noch vor, ja, 2 Jahren Student und broke und habe quasi voll experimentiert, wie man sich geiles, günstiges Essen machen kann. Und Sandwich-Maker ist die beste Alternative für, wenn es gerade schlecht aussieht, weißt du? Alles rein, was ich habe. Und dann Speck zu ja, voll. Entweder ist es okay oder ist es ein Meisterwerk, weißt du? Ich find's so krass, weil du jetzt... Ich habe dich nämlich damals auf YouTube kennengelernt in dieser Prank-Zeit, die du gemacht hast. Das hat parallel dazu gespielt. War das davor? Nein, das war parallel. Ach, das war parallel. Genau. Es gab die Storyline Team Bro vs Team Will. Das war wirklich, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, es gab für mich immer Logan Paul in Amerika, wo ich immer gesagt habe, geil, da freut man sich drauf, da kommt das Video und so. Und das war dann in Deutschland, wart ihr das ein bisschen? Ja, 100%. Das war wirklich wild, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Es war auch absolut inspiriert davon. Ne? Wir haben gesehen, boah, das funktioniert, boah, das ist cool, boah, das ist Thema. Ja. Wie kriegen wir das jetzt hier hin? Und auf unsere Art und Weise haben wir es echt gut hinbekommen. Und erst recht auf einer Ebene, wo es nicht gestellt ist und irgendwie fake, sondern also wirklich einfach... Wir haben diesen Deal gehabt, Simon und ich, dass wir damit leben, dass wir einmal die Woche bei dem anderen reinkommen und Schwachsinn machen dürfen. So klar, das ist das, also mit Anfang 20 oder ja, wie alt ich da auch war es eine geile Idee. 18. Heutzutage würde ich es nie wieder machen. Aber es war geil. Also wir haben wirklich diesen Deal gehabt. Wir machen es abwechselnd einmal im Monat oder einmal die Woche. Am Anfang war es noch öfters. Dass wir ja den anderen einfach mal machen lassen und uns überraschen lassen, wenn wir dann in die Wohnung kommen. Und von Fenster geklaut bis Gefängniszelle haben wir gebaut. Eingemauert. Letztes Mal mit Smiley hier. Er hat da wirklich den ganzen Tag dran mit ihm gelebt. Ne? Also das musst du dir mal geben, dass er das durchgezogen hat. Ihr habt ihn irgendwie in Eimer reingestellt oder so? Oder? Also ganz kurz, ich habe gar nichts gemacht. Ich hab quasi mein Video abgedreht und dann lag das in Smileys und Simons Welt, wie die damit umgehen. Okay, ich habe gesagt, so, ihr könnt ihn sofort rausholen, aber ich glaube... Für die Storyline war das natürlich perfekt. Es war wirklich super witzig. Du siehst den Jungen, der da einfach den ganzen Tag in dieser eingemauerten Wohnung sitzt und denkst so, na gut, was würdest du machen, wenn du jetzt da drin sitzen würdest? Es war pures Entertainment, dieser Schwachsinn-Moment, es war einfach witzig, es war eine geile Zeit, also ich lieb's und... Das ist auch so, ne, ich und Simon sind bis heute so gute Freunde. Wir telefonieren jeden Monat, daten uns ab. Wir sind Therapeuten füreinander. Also es gibt keinen Moment im Leben, den wir nicht geteilt haben und über den wir nicht reden. Aber hattet ihr, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch schon nur geprankt. Mhm. Hattet ihr irgendwann den Moment, dass ihr sagt so, ey, guck mal, das ging jetzt irgendwie zu weit oder sowas? Also. Weil irgendwann, ne, wenn sich das immer, du willst ja immer mehr, immer höher, immer weiter. Und irgendwann denkt sich der andere so, hier reicht er jetzt langsam, aber der andere ist so, okay, noch weiter, noch so. Hattet ihr diesen Punkt? Nein, hatten wir nicht. Also ich glaube, was Simon und mich ausgemacht hat, wir hatten quasi so eine Prank-Show und die wurde ja auch immer qualitativ hochwertiger und irgendwann war es ja quasi schon eine Mischung aus fiktivem Storytelling. Also wir haben dann quasi ein Drehbuch geschrieben, wo wir alle eine Rolle gespielt haben und dann ist Simon in den Wald gegangen und wir haben gar nicht uns mehr gespielt, sondern Rollen gespielt und ihn versucht in eine Welt eintauchen zu lassen, in der er quasi mitspielen muss. Ja. Also es wurde immer verrückter und bei uns war wirklich im Vordergrund so, hey, am Ende des Tages lieben wir uns
Und das ist das Wichtigste. Und dementsprechend haben wir nie was dem, also nie dem anderen was böse genommen, sondern ganz im Gegenteil, man hat dann halt zusammen auch manchmal aufgeräumt oder sonst was. Mhm. Also zum Glück nicht. Also wir hatten das 3 Staffeln lang gemacht und dann hatten wir es erstmal pausiert, weil wir irgendwie auch nicht wussten, wie es weitergeht. Dann war mal die Idee, ob man das so ein bisschen Joko und Klaas weiterspielt. Am Ende war es auf dem Niveau. Also ich kann mich daran erinnern, ihr habt einen Moderator da gehabt, genau, in der Wohnung, genau, mit, was war genau. das? Irgendwie da war Riesensand. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber auf jeden Fall habt ihr einen Moderator gehabt. Ich dachte so, die machen eine Show. Es war auf dem besten Wege dahin. Und dann hatten wir auch mal einen Termin gehabt mit einer größeren Produktionsfirma und hatten dann versucht, quasi die nächste Staffel so ein bisschen noch höher zu heben, weil es langsam echt übelst aufwendig wurde. Und das ist die Medienwelt. So, du kommst mit Ideen und entweder es klappt oder klappt nicht. Ja. Und die Idee haben wir nicht verkauft bekommen. Also es gab keinen, also wir waren weit da und dann hat sich der Geschäftsführer gewechselt und. Und dann wurde das Projekt pausiert. Ey, wer weiß, also was in der Zukunft ist. Aber es war einfach eine geile Zeit, all in all. Es war diese Content-Creator-Zeit, die einfach unglaublich war. Dieses Leben von, du lebst für den Content und so im Nachhinein bestimmt auch problematisch anzusehen. Aber für den Moment war es halt so pure Freiheit. Ja. Es war diese Motivation. Alle wollten mitziehen. Es gab keine Idee, wo nicht jeder gesagt hat, ey, ich bin dabei. Und das war so magisch. Also es war voll inspiriert aus der Amerika-Ecke, aber es war einfach eine geile Zeit. Es war auch einfach, ja, ein Kapitel und jetzt gibt's wieder das neue Kapitel und davor gab's 1000 andere Kapitel. Ja, ich schaue immer wieder gerne zurück. War verrückt. Mach mal die Augen auf, vielleicht hast du sie danach nicht mehr. Wie, ich hab... Oh mein Gott! Ah! Brennt ja die ganze Manege. Guck rein! Meine Haare! Guck rein! Ja, es ist nichts im Hut. Scheiße. Machen wir nochmal die Augen zu? Nee. Mach die Augen zu. Tada! Eine Pizza? Ja, die Pizza hat Pizza, Margarita. Das ist sogar meine Lieblings. Ist das nicht die, die in der Pfanne gemacht wird? Ja, die amerikanisch, so typisch amerikanisch. Ah, oh, geil, das schmeckt. Wie sieht das so geil aus? Schmeckt auch so geil. Vorher auch manchmal von einem, bevor die Vorstellung wieder losgeht. Schlag zu. Und unsere heutigen Stars, wenn wir nicht sind: Bruno Banani Woman und Bruno Banani Man. Ui, und wir schauen halt mal, wer von den beiden als erstes durch den Ring hüpfen kann. Noah? Trommelwirbel. Das ging aber jetzt irgendwie dann doch schneller und flott. Was war denn hier los? Oh mein Gott. Wo hast du dieses Riesenparfüm her, Jerry? Mach die Augen zu, lass durchspringen. Das ist, Trommelwirbel, mach Trommelwirbel. Wie soll das passen? 3, 2, 1. Ja. Soll ich auch machen schon wieder? Oh. Oh wow, wie hast du das denn so schnell gemacht? Das sagst du so, wie es ist. Mit ein bisschen Fantasie. Ist ja alles möglich. Das wird immer schlechter, die wieder zur ganzen Pause. Immer diese Überleitung von, wir fahren jetzt auf Toilette. Ja, das war schön. Wir haben Popcorn geholt, uns geht's voll gut jetzt. Geht's ja auch gut jetzt? Ey, bestens. Pass auf, eine Frage habe ich an dich. Raus. Eine Frage habe ich. Mhm. Und zwar mein, wie reißt es lieber damals, wo ich mit Mozzarella-Sticks im Bett gesessen habe und die in meinem Bett gegessen habe um 3 Uhr nachts. Ja. Meine Frage ist, ich habe es gesehen, weil ich hatte die Idee auch, du hast einen riesengroßen Mozzarella-Stick gemacht. Und ich dachte mir, der kleine Pisser hat mir die Idee voll zu vorgenommen. wie hat er geschmeckt? Muss ich es machen? Also, ich hoffe nämlich, weil... Ich hab sie auch nur quasi in einem Kontext gemacht. Und zwar gibt es diesen legendären türkischen Koch Cezin Burak. Mhm. Kennt ihr den, der immer so lächelt und dann so Zwiebel schneidet? Tick, 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 ja. Und dann so... Tick, 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 und dann macht er so ein riesiges, keine Ahnung, Gericht mit so kiloweise Reis und Fleisch. Das hast du mal zwischengeschnitten oder sowas, genau, den Typen, glaube ich. Und der hat diese Videos gemacht und dann wollte ich quasi wissen, so schmeckt das, was der da macht und ist es überhaupt realisierbar? Yeah. Und der hatte von dem riesigen Burger bis türkische Spezialität und dann auch diese riesigen Sticks, die hat er in einem Video gemacht und ich wollte es einfach nachmachen und dann habe ich, der Joke war, dass ich sogar Frame by Frame ihn geactet habe und dann so nebeneinander geschnitten habe, dass es dasselbe Video ist. Okay. So, das war der Witz und im Video selbst ging es dann darum, kann man das machen oder nicht. Und von allen Sachen, die ich von ihm getestet habe, war das Einzige, was leider nicht so gut funktioniert hat, weil es ist wirklich, also es irgendwie geht's. Wahrscheinlich brauchst du den richtigen Käse dafür. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für einen Käse ich hatte. Aber das Problem ist halt, dass es halt verdammt schwer ist. Mhm. Und erstmal so ein Riesenstück Käse zu frittieren, bis der innere Kern geschmolzen ist, kann es passieren, dass die Panade dieses Gewicht einfach kaum hält. Also bei ihm sah es so aus, als hätte es geklappt. Bei mir hat es so bei einem von 4 Sticks geklappt. Die anderen sind ein bisschen verlaufen. Wie groß waren die denn am Ende? Boah. Also
So. Wow. Das waren so, wow, so 40 Zentimeter oder sowas? Oder? Ja, so roundabout. Das ist ein Traum, ne? Es ist groß. Also geil hat es auf jeden Fall geschmeckt. Es war nur eine kleine Sauerei. Ich hab's gesehen, dachte mir so, ich brauche das jetzt sofort in meinem Wohnzimmer. Und find erstmal einen Topf, in dem du das auch frittieren kannst, ne? Also Metro. Metro. Da weiß ich schon Bescheid. Wir wissen, was wir nächste Woche machen, ne? Ja, na klar. In deiner Wohnung. Aber da müssen wir kurz anrufen und fragen, wie wir es überhaupt machen können. Rob, war das auch bei dir so? Ist es irgendwie nicht so groß geworden? Happy das Lupanade. Das spritzt einfach raus. Na, du hast doch dann angefangen, nicht nur Mozzarella zu frittieren, sondern auf einmal hast du angefangen, alles zu frittieren. Ja, es gab ein Format, wo ich Dinge frittiert habe. Oh, Hauslöschen. Ja, so ungefähr. Die Tasse auch noch mitnehmen. Und auch super erfolgreich. Also auch da wieder so, ich würde sagen, es gab so gewisse Videos, die so Standalone Crispy Rob waren, und das Frittierformat war halt einfach, sag ich mal, sichere 1 Million Klicks so. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Das insane, ist wirklich, wenn man sich vorstellt, du frittierst einfach ein Gericht und 1 Million Menschen gucken sich das an, wie du, das ist insane einfach. Und natürlich immer so, immer weiter verrückter und verschiedene Dinge und wirklich so geguckt, was davon ist legit und was davon ist Bullshit. Und was soll ich sagen? Es hat einen Grund, wieso ich es nicht mehr tue. So, also ich weiß nicht, wie oft ich diese Frittiervideos gedreht habe. Bestimmt so 5 Mal. Also danach fühlst du dich halt wirklich nie geil. Okay. Also schon mal klar. Und es war irgendwie so ein, alles hat irgendwann mal ein Ende. Mhm. Und auch wenn die Leute immer gesagt haben, nein, bitte noch eine Folge und die haben es geliebt, habe ich für mich einfach beschlossen so, nein, es ist gut, wie es ist. Ich habe es durchfrittiert. Es war eine verrückte Erfahrung, wirklich. Bin durch damit. Aber war für die Zeit geil. Und natürlich auch geil für alle Leute, die dabei sind. Das ist ja immer so, man sieht so dann mich oder vielleicht einen Gast, aber wir haben ja immer im Team produziert. Wir waren auch immer eine richtige Squad und sind es immer noch, meine ganze Truppe hier in Köln. Und nach so einem Videodreh gab es dann einfach 1000 frittierte Dinge. Und ja, es ist uns allen bewusst, dass es ungesund ist, aber Gott. So, da einfach. Dann dürfen wir einfach, gar nichts mehr machen. Ja, muss ich voll. Sagen. Also, wenn du nochmal was frittieren willst, ne, ich bin hier. Versprochen. Ja, ich würde echt gerne mit dir mal was frittieren zusammen. Wenn es dazu kommt, kommst du vorbei. Genau, du hast es gerade angesprochen, dass du ein Team hinter dir hast. Hättest du auch damals jemals gedacht, dass du dass es dieses riesen Team gibt? Ihr habt ja dann irgendwann, seid ihr doch auch in so ein Haus gezogen und habt einfach euer Ding gemacht und genau, so. Genau, genau. Wenn man ehrlich ist, ist es ein Kindheitstraum von so vielen Menschen da draußen. Ja. Mit Freunden zusammenzuziehen und zu sagen, komm, wir machen jetzt alles, was wir wollen. Ja, ja. Ich habe den YouTuber-Traum gelebt in vollen Zügen, 100%. Und ja, das war klar, dass aus der ersten kleinen YouTube-WG, drei oder vier Zimmer-Wohnung, irgendwann mal nicht mehr der Platz ist und der Vermieter mitspielt bei all den Ideen, die man so hat. Und dass auch ein Garten nicht schlecht wäre. Und dann hatten wir irgendwann wirklich eine Immobilie gesucht zur Miete, wo alle Creator mit einziehen können. Und mit dem besonderen Faktor, und das ist das, was uns unterschieden hat. Die Idee des Creators House gab es schon oft und ist auch oft umgesetzt worden, aber ich würde sagen, in erster Linie aus Businessgründen. Und es ist ein Vorteil, wenn Creator zusammenhängen, zusammen Content machen, davon profitiert jeder. Alle, Was man bei uns nicht vergessen darf, ist, in erster Hinsicht sind wir eine Familie. Ja. Und diese Familie hat ein Creator House gemacht. Also das war kein, wir sind nur da, um miteinander zu arbeiten. Wir haben gewohnt, wir haben gelebt, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir sind füreinander da. Und wir sind als Familie da eingezogen in ein Haus und haben dann das Creator House für uns gehabt. Aber ja, das ist meine Fam so. Und dementsprechend hat das ganz gut funktioniert, bis dann irgendwann der Mietvertrag ausgelaufen ist. Und dann mussten wir was Neues suchen, dann ist jeder in eine eigene Wohnung. Ich habe geheiratet. Jetzt macht es keinen Sinn, dass ich in der Creator-WG lebe. Mit der Frau rein einfach. Komm, ich glaube, Schatz. Das wird eingesperrt heute 24 Stunden. Und morgen frittieren wir alles, was wir brauchen. Ja, dementsprechend war wie gesagt eine geile Zeit. Es ist nichts mehr für mich, aber die Jungs leben ja immer noch zusammen oder wieder. Echt? Ja, wir haben jetzt ein neues Haus. Ich komme da einfach vorbei und entweder arbeite ich da oder wir chillen zusammen und das geht da weiter, so wie jeder mag. Und wenn die sich dabei wohlfühlen in diesem Konzept, ist es doch das Schönste. Ja. Ihr habt im Haus auch geschlafen. Also es war nicht nur, es gibt ja auch oft so, wir wohnen da und so und gehen abends nach Hause, Das war wirklich, jeder hatte sein eigenes Zimmer und unten war dann Wohn- und Arbeitsbereich. Es gab sogar einen Cutterraum, es gab das Büro, es hatte wirklich ein Konzept. Also oben war wirklich eigentlich auch Regel, dass
das dort private ist. Mhm. Also ist es auch dabei geblieben? Ja, ja, ist es. Ja? Ist okay, größtenteils. Vielleicht hat es irgendwer einmal über irgendwie, ja. Intervention. Aber das war dann auch eher sogar mehr privat als irgendwie. Jetzt wegen einem Video oder so. Es ist so krass, weil das natürlich einfach, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein Traum irgendwie mit seinen, wie du schon gesagt hast, hast du echt schön gesagt, mit einer Familie dann einfach all das machen zu können, was man sich so vorstellen kann. Ich glaube, das ist bisher gut, dass es bei uns nicht geklappt hat, dass wir sowas bekommen haben. Weil der Vermieter wäre auf jeden Fall nicht glücklich, sage ich dir so, wie es ist. Weißt du? Wir sind jetzt in euren Anfangsphasen, wo es bei euch vielleicht so, oh scheiße, raus aus dieser Wohnung. Aber unser Vermieter war echt cool mit allem. Der war richtig cool. So A, hat er dieses super teure Haus in Köln wahrscheinlich nicht wegbekommen. Mhm. So hatte der eine feste Miete. B, war es halt absolut renovierungsbedürftig. Krass. Dementsprechend war ist eh für ihn klar, nämlich, dass er 3 Jahre später selber da einzieht. Und wenn er einzieht, macht er eh alles neu. Ah, okay. Das heißt, es war so ein bisschen so. Macht, was ihr wollt eigentlich. Ja, genau das. Und ne, also übertreibt trotzdem nicht und es ist nichts passiert. Also Gott, wir haben eine Gartenlampe kaputt gemacht beim Go-Kart-Fahren. Die musste ich dann zahlen. Go-Kart-Fahren im Garten? Ja, das war geil. Das war wirklich geil. Ansonsten, ja, also ist nix, alles okay. Gut, paar Kratzer an der Wand oder. Ja, okay, aber das ist normal. Das haben wir gesehen, unsere Wohnung. An unserem Vermieter bei uns. Nein. Auch den Podcast. bei uns alles super clean und alles toll, genauso wie wir eingezogen sind. Wasserfleck auf meinem Laminat. Ja, aber die hast du auch privat. Ich kann nichts machen, das ist halt passiert. Also dafür gibt's die Kaution. Ja. Das Schöne bei uns, bei mir und Jerry, ist, wir haben ja so ein Mini-Creator-Haus mäßig. Mhm. Ich wohne in der 4. Etage, Jerry in der 3. Das ist cool. Wir sind quasi, wir sind Nachbarn und wir sind, also eigentlich chillen wir immer bei Jerry eigentlich. Und das Problem ist halt auch, dass vielleicht das ganze Haus nicht so damit fein ist, dass sie ein Creator-Haus sind. Nee. So, das ist halt wir spielen alle nicht so mit, weil wir halt irgendwie noch 29 andere haben, die da irgendwie keine Creator sind. Die Langweiler, aber naja. Hey, aber es gibt ja trotzdem die passende Immobilie für euch. Ja, so. Man muss nur danach suchen und das dauert. Also ich habe nach dem Haus, was wir dann hatten, 2 Jahre lang gesucht. Echt? Ja, Köln halt, ne? Find hier mal ein freistehendes Haus in Köln, wo die Nachbarn sich nicht beschweren, so, ne? Ja, und ich glaube, die sind das Wichtigste am Ende, ne? Ja. Und ab dann Löwen nicht. Und auf jeden Fall alles offen kommunizieren. Das ist auch super wichtig. Also wenn du anfängst, irgendwie direkt zu verheimlichen, wird's kompliziert. Hast du denn in der Zeit irgendwo eine Videoidee oder eine Sache, wo du sagst, gut, hätte man lieber sein lassen können? Also ist mal irgendwas so schief gegangen, wo du sagst, vielleicht auch ein Video, was nie veröffentlicht wurde oder sowas? Irgendwo, wo du sagst, da sind Schäden aufgekommen oder das ist irgendwie nicht so gut gelaufen? Gibt's da was? Also es gibt Videos, die ich nicht veröffentliche, aber dann liegt es daran, dass ich zu pingelig mit mir selbst bin. So, das ist wirklich. Ich stecke so viel Arbeit rein. Ich habe ein richtig geiles Video, wo ich mal für unsympathisch gekocht habe. Das liegt seit einem halben Jahr, also für Sascha, auf meinem Computer. Aber da war halt, Kamera, Auto, ISO war an und dann war diese +2 Blende hoch und dann ist so alles so konstant so ein bisschen überbelichtet und im Grading krieg ich's nicht korrigiert und es sieht so, also es würde wahrscheinlich keinen stören, aber mich stört es so enorm, dass ich einfach nicht damit leben kann, das einfach hochzuladen. So. Ich finde es schön, weil es ist perfektionistisch, weil du einfach das liebst, das tust. Ja. Verstehe ich. Dementsprechend, nö, ist nichts passiert. Nichts. Also es gab bestimmt einige dumme Ideen, die nicht realisiert wurden und das ist auch vielleicht besser so. Aber ich weiß es auch nicht mehr, was es war. Es war halt wahrscheinlich irgendwas, was zu gefährlich ist. Irgendwas mit der Fritteuse wahrscheinlich. Ja, nee, das nicht. Aber irgendwie bestimmt, keine Ahnung, vom Dach auf ein Trampolin oder sowas. Sowas geht schief. Sowas würde ich niemals machen. Ja. Ich wusste nicht mal angucken, ich wüsste schon, was für ein Gesicht du ziehst. Unfassbar, dieser Tier, wirklich. Was willst du denn? Würdest du es machen? Auf keinen Fall. Du würdest aus Versehen runterfallen. Na, ich würde. Jerry, wenn ich auf dem Trampolin. Ich stehe jetzt auf dem Dach. Dann. Ich wüsste mir, meine Beine würden mir wegbrechen. Ja, ich glaube, so ein Luftkissen macht mehr Sinn als ein Trampolin, weil Trampolin das ist machen. Wirklich. Das, ich glaube, da wird es wirklich vorbei. Da, also, da musst du die Technik haben, weil ich glaube, du solltest auf dem Rücken landen und nicht auf den Füßen. Und da hätte ich so Angst, dass ich querschnittsgelähmt werde. Ja, und ich weiß halt nicht, wie viel Meter wirst du halt wieder nach oben geschleudert, wenn du so von so 5-6 Metern runterspringst. Das wird immer spannender irgendwie. Komm, wir müssen es probieren. Ja, du kannst es probieren, ich kann es gerne filmen. Und danach dich auch danach pflegen. Wenn du aus dem Krankenhaus warst. War geil, Jungs. Oh Mann, ey. Apropos gefährlich und verletzen. Was kommt denn jetzt? Ja, du hast ein krasser Übergang. Gefährlich und verletzend. Du hast geboxt. Du hast geboxt. War nicht schlecht. Smart Überleitung war dann weiß ich auch nicht. Der war gut, Das war das erste Mal, dass du geboxt hast, oder? Hast du vorher schon geboxt? Nein. Weil ich kenne das so, Let's Dance, die Leute tanzen ja vorher auch meistens nie und dann tanzen die dann für das Event. Ja. Und ein paar von euch haben doch auch schon vorher geboxt, oder?
Gab's da nicht welche? Oder war das bei anderen Boxen? Ich weiß es gar nicht, wer was kommuniziert hat und gemacht hat. Aber ich würde mal doof sagen, eigentlich haben wir alle ungefähr also dann angefangen, als wir die Zusage hatten. Hättest du gedacht, dass du gewinnst? Boah. Ich habe schon dafür trainiert, dass ich gewinne. Also ich habe das nicht schleifen lassen. Mhm. So mal mehr, mal weniger, doch, stimmt schon. Also klar, wenn du irgendwie ein Jahr Zeit hast, dann passiert der erste Monat super viel und dann Monat zwei wieder und drei, mehr. Vier weniger. Und dann, wenn es wieder heiß wird, wieder mehr. Nichtsdestotrotz hatte ich so fürs Projekt mich halt in so einem klassischen Boxverein angemeldet. Also so wie wenn du jetzt googeln würdest, hier um die Ecke. Mhm. Und da war ich jede Woche, plus natürlich der private Trainer, der dazukommt, der quasi da nochmal Einzelstunden mit mir hatte für das Projekt. Hab das ja auch ein bisschen dokumentarisch begleitet. Und ja, so war plötzlich so aus Crispy Rob so der Boxer Rob für ein Jahr geworden. Ne? Yeah. Also es war verrückt. Du hast dich quasi ein Jahr echt darauf vorbereitet. Ja. Mehr oder weniger. Ja, ne? Und natürlich hätte ich nochmal tausendmal mehr mich vorbereiten können und. Aber für meine Verhältnisse war das verdammt viel. Also es hat sich, mein Leben hat sich um dieses Projekt gedreht. Mhm. Das, also besonders so die letzten drei Monate, da ist halt wirklich jeden Tag irgendwas so. Auch Essen wahrscheinlich und ja, bist du auch da so ein bisschen. Natürlich, also ich hab echt, glaube ich, 10 Kilo verloren, wenn man das so komplett sehen will. Und auch da mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich hatte ich es die ganze Zeit im Kopf. So, es hat dich jeden Tag begleitet, weil es dann doch schon heftig ist, dass du dich für ein Projekt anmeldest. Und ich und Jonas hatten ja quasi ein Jahr lang Vorbereitungszeit, die anderen weniger, weil wir zugesagt hatten bei der Veranstaltung, die ein Jahr vorher hätte sein sollen, aber die wurde verschoben. Verstehst du? Hatte die mehr Zeit. Wir hatten quasi die Info, dass es stattfindet und dann quasi in 3 Monaten und dann wurde es, doof gesagt, um ein Jahr verschoben und dementsprechend hatten wir mehr Zeit. Die anderen hatten dann quasi weniger Zeit. Aber gut, wir hatten beide gleich viel Zeit. Dementsprechend, ja, haben wir uns da vorbereitet und es war voll verrückt. Und ich wollte natürlich mein Bestes geben, weil wenn du schon sagst, hey, du gehst da in den Ring in einem Jahr vor, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Leuten vor Ort, dann weiß ich, wie viele Leute online und es ist halt auch noch Boxen. Ne? Es ist jetzt nicht, dass du eine Runde Schach spielst. Oder Fußball noch. Oder das ist 1 gegen 1. Ich hätte so Angst, weil ich wüsste zum Beispiel gar nicht, man macht das immer nach Gewichtskategorien wahrscheinlich. Genau, ne? So. Gegen wen soll ich kämpfen? Gegen Leon Content? Wir können nicht kämpfen. Was heißt also jetzt, wenn ihr wollt, Leon Content gegen Norbewitz live. Da müssen wir ganz viel Geld geben. Im Park, im Aachener. Auf der Aachener. Sieht das wenigstens keiner aus in der Veranstaltung. Also Geld kann die Motivation bei so einem Projekt nicht sein, weil das nur der Sieg ist, eigentlich, ne? Ich hätte da viel zu viel Angst um meine Nase. Ja, das ist, du lebst das Ding dann. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist, du hast konstant Schmerzen. Also ich hatte wirklich ständig einen verstauchten Daumen, Rückenschmerzen, das, Finger, hier, immer Probleme. Es ist halt wirklich, Kampfsport ist Kampfsport. Aber jetzt grundsätzlich würde ich sagen, es war trotzdem eine unglaubliche Erfahrung, weil der Sport ist das super. Ist. Der macht so viel mit dir. Der war fit vor allem. Der macht dich fit. Ja, hier oben genau auch. Genau das ist der Punkt. Das unterschätzt man. Deine Mental Health ist on point, wenn du das machst. Du bewegst dich viel, du setzt dich viel mit dir auseinander. Mhm. Du gehst an deine Grenzen. Ey, nach dem Boxtraining, du fühlst dich wie ein neugeborener Mensch. Also mir ging es nie besser in meinem Leben als nach dem Boxtraining. Soll ich es vielleicht doch mal machen? Ja, weil du bist 1,5 Stunden da und es gibt keinen Raum, da über Probleme nachzudenken. Das ist nicht so, dass du da denkst, oh, das und dies muss ich noch machen und hier steuern und bla. Nein, du bist da und du bist einfach nur, wie schaffe ich diese nächsten 30 Sekunden mitzuhalten, um dann in diesen 10 Sekunden, die ich dazwischen habe, so viel Luft zu holen, so schnell wie möglich meinen Puls runterzuholen, einen Schluck Wasser zu machen und dann gleich wieder volle Tutur. Und danach bist du so ausgeglichen. Du kommst da raus, du gehst da mit einem unordentlichen Kopf hin, kommst raus und alles ist sortiert. Du bist in Balance, glücklich, Energie bist du losgeworden und du schläfst gut ein. Weil ich glaube, das größte Problem heutzutage ist einfach so ein bisschen, dass wir die Energie gar nicht loswerden, die in uns steckt. Ja. Wir bewegen uns alle viel zu wenig. Wir machen viel im Sitzen. Klar, hier und dort sind wir auch unterwegs, aber es ist nicht dieses, wofür wir eigentlich gemacht sind. Und wir sind dafür gemacht, kilometerlang am Tag laufen zu können oder gehen zu können. Wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Meine Uber-Rechnung sagt ja was anderes. Ja, ich würde am liebsten noch ein bisschen auf meinen Scheiß ausfahren lassen würde. Aber das stimmt schon. Ich habe auch echt überlegt, mir für dieses Jahr was Sportliches vorzunehmen. Einfach nur für mich. Also Fußball ist jetzt nicht so meins. Ja, Basketball ist auch nicht so meins. Wir haben letztens über Synchronschwimmen gesprochen. Schwimmen, ich glaube echt, Schwimmen könnte was für mich sein. Schwimmen zum Beispiel. Aber such dir einen Verein.
Ich sag's, wie es ist, dieses... Ja, du hast ja dieses kontinuierliche, genau, das 18:30 ist Dienstag. Weil wenn du sagst, ja, jetzt gehe ich diese Woche schwimmen, dann gehst du und dann findest du super geil. So, ne? Und dann bist du noch motiviert, kriegst einen Kumpel überredet, übermorgen gehst du mit dem Kumpel, weil es so geil war. Mhm. Dann ist der Kumpel nächste Woche raus und dann ist schon die Frage, gehst du noch mal hin oder nicht? Ja. Aber wenn du in einem Verein bist, hast du so ein Gefühl für so... Du willst die Leute auch nicht enttäuschen, du willst deinen Trainer nicht enttäuschen, du willst dranbleiben. Und natürlich, wenn du da mal auf einem Termin bist, kannst du nicht zum Training gehen, aber du weißt, dass es eine Konstante ist, an der du dranbleibst. Und das macht viel, wenn du einfach immer weißt, so, es ist Dienstag, so, ich fange jetzt an zu arbeiten als Selbstständiger, so oder so, freie Entscheidung. Und du auch so ein bisschen, okay, um 18.30 Uhr habe ich Training und du gestaltest deinen Tag plötzlich ganz anders. Das ist so wie, wenn du das fest im Kalender hast, dann ist es eher, dass du es machst, als wenn es heißt so, ja, ich gehe ins Gym, wenn ich Feierabend habe. Dann ist 22 Uhr, ich bin zu fertig, geh's nicht mehr hin. Ich geh morgen. Ja, genau. Also such dir einen Verein, das hilft echt, dran zu bleiben. Ich bring dich auch gerne mal zum Training, wenn du willst. Ja, okay. Bist du im Verein? Nee, ich hab 15 Jahre Fußball gespielt und hab das dann gehabt und ich hab dann irgendwann gesagt, ich will das genau nicht mehr haben weil es dann einfach zu viel war. Ich hab dann auf der Sportschule war ich und so und dann irgendwann kam halt der Punkt, dann bin ich Trainer geworden und dann war ich 24/7 auf dem Fußballplatz. Mhm. Aber, und das ist genau das, worüber wir vielleicht auch gerne nochmal unterhalten können, diese Selbstständigkeit, jetzt in unseren Jobs ist es ja das A und O, selbstständig zu arbeiten, dich selber zu motivieren, zu sagen, ey, du musst jetzt aufstehen, ey, du musst das jetzt machen. Du hast jetzt niemanden, wo du sagst, ich muss um 10 Uhr da sein oder so. Absolut. Und genau das ist das, was mir persönlich unfassbar schwerfällt, weil ich das mein ganzes Leben anders hatte. Ich hatte immer, ich muss dann und dann da sein, ich muss dann und dann beim Training sein, ey, die Jungs warten auf mich, die können sonst nicht trainieren, wenn ich nicht da bin. Ja. So, und das habe ich jetzt halt nicht mehr, ne? Klar, jetzt kommt, dann heißt dann, okay, jetzt kommt kein YouTube-Video. Ja gut, ist scheiße, die Leute schreiben vielleicht, hey, wann kommt mal wieder ein Video oder so. Aber es ist nicht dieses enttäuschte Gesicht, was du face-to-face hast, der dir sagt, ey, scheiße jetzt. Genau. So, ich verstehe das. Deswegen, also es macht schon Sinn, dass diese Muster existieren. Und deswegen bin ich auch Fan davon, weil... Ja. Ne, ich bin seit 10 Jahren indirekt selbstständig und es ist halt so schwer, all das irgendwie vernünftig zu timen und zu stemmen. Und es ist so einfach, wenn du einfach feste Termine hast. So. Deswegen bin ich ein richtiger Fan von mir selber feste Termine für Dinge setzen. Und dann ist es einfacher. Ja, voll. Und es ist ein super Grund, früher aufzustehen heute. Ja. So, ne? Und zack. Hast du wieder so etwas im Tag, woran du dich orientierst. Weil wenn du manchmal 3 Tage zu Hause vorm Schnitt sitzt, dann ist so, durch wahrscheinlich, ja, dann stehst du früher auf, es ist so viel Chaos dann. Ach, ja. Da kommen wir ja zu unserem, das hast du die perfekte Überleitung gemacht, zu unserem Podcast. Weil was haben wir noch am Ende von unserem Podcast? Wir sind der Chaos für Anfänger, das weißt du wahrscheinlich. Ne? Ja. Deswegen. Und hier ist halt eine Manege und hier in der Manege passiert noch nicht viel. Oh, jetzt denkst du, was kommt hier? Nämlich gar nichts. Oh. Überraschung. Jetzt kommt Simon Will hoch. Simon! Wir spielen noch einen Abschlussspieler für seine Tafel, nehme ich hier vorne. Okay. Wir spielen ein ganz neues Spiel, das habe ich selber erfunden. Das ist ein bisschen spannender. Damit. Das heißt, es ist so quasi ein Ratespiel. Wer würde eher? Mhm. Noch nie gehört, ne? Nee. Okay, nee, sehr gut. Nee. Das wird auch immer schlechter, meine Witze. Aber naja, gut. Also ganz einfach, ne? Ein oder so 3 Namen. Und dann geht's jetzt auch schon los, Leute. Warte. Noah mit H. Ja. Und Jerry mit I. R. Mit und I. Genau. Und I. Y. Okay. Was ein Scheiß, Y. Okay. Wer würde eher freiwillig in einem Kloster beitreten? Da sind wir ja bei dem Verein. Oh. Nee, ich überlege, so Köln, ich bin immer feiern und weißt du so, schreibe jetzt mich auf. Köln und feiern? Warum okay, jetzt? Warte, zählt das, also ist Kloster auch so ein, ich weiß nicht, ob das bei Mönchen so ist, aber die leben ja auch im Kloster, oder? Ja, genau. Ja, okay. 3, 2, 1. Noah. Ich hab Noah. Okay. Ich hab auch zuerst mich genommen, aber das habe ich gesehen. Rob das, hat sich das selber genommen. Also katholisches Kloster oder so, nein. Ja, aber dieser Gedanke von so, ich bin an einem Ort, wo ich eine Woche nicht reden darf, kaum esse und den ganzen Tag trainiere, klingt für mich nach so etwas richtig Gutes für den Geist, weißt okay. du? Okay, ja, das stimmt. Das also, stimmt. Wenn das so in der Realität ist, sagen wir mal so. Ja, okay. Ja, wenn. Das ist so eine Hollywood-Vorstellung, Karate-Kid, die ich habe. Probier's mal. Geh mal eine Woche hin und dann sag mal, wie es war. Die nächste Frage: Wer von uns wäre als erstes oder als ehestem auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil man sie als Hexe bezeichnet hätte damals? Uiuiui. Ui, ui. Ja, das ist ja, also das ist ja selbstverständlich. 3, 2, 1. Ja. Ja. Überraschung. Warum hast du mich genau? Du hast mir ein bisschen diese Witch-Energy, so ganz wenig. So, zu 5%. Fun Fact:
seine Familie hat, die ganze Familie hat Rich Energy. Ja, und deswegen ist es ich hoffe, das ist gute Rich Energy natürlich. Nee, ne? Ich fühle nur Gutes. Okay, das ist ich gut. Auch. Jeden Tag fühle ich nur Gutes. Ich bin mir seit drei Jahren befreundet. Also wie oft schon irgendwas bei mir in der Wohnung benebelt wurde, weil ich schlechte Energie hatte, kannst du dir nicht vorstellen. Ey, ja, wirklich. Ich auch. Ja, wirklich. Ja, natürlich. Ich liebe das. Ja, ja, das wirklich. Ist so wichtig. Ja, mit Paulo Santo oder hier, wie heißt das andere Ding? Salbei. Ich liebe auch den Geruch. Jerry, hast du sie an? Nee, hab ich nicht. So eine goldene Kette. Ich trau mich die seitdem nicht mehr anzuziehen. Die hab ich dir geschenkt. Und meine Mama hat den Hand gemeint, so... Fühlt sich nicht ein bisschen schwer, wenn du die anhast und so, dann hat mir so, nur, nimm die mit nach Hause. Ich so, ich räuchere das schon. Dann hab ich sie geräuchert, zack, zack. Und dann hab ich die gegeben und dem macht er so, danke Noah. Ich trag die nicht mehr. Ey, ja, ich weiß nicht, sie hat dann gesagt, das war schlecht und dann wollte ich sie einfach nicht mehr tragen. Dann ist ja jetzt wieder gut. Ja. Ja. Naja, gut. Aber frag mich, dass ich eine Witch bin von euch. Du kleine Witch. Aber schade, dass ich halt verbrannt bin, ne, weil... Naja, wer von uns würde eine eigene Sekte gründen? Warum hast du denn nur so Kloster-Sekten-Scheiter aufgeschrieben? Was ist denn los mit dir? Ja, auf der Seite stand nichts anderes. Sekte, also. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Ja, voll, kann auch eine lustige Sekte sein. Lustige Sekte sein. Ja. Genau. 3, 2, 1. Jerry. Ich würde mich auch damit fühlen, ja, aber auch da wieder eine Ansichtssache. So... Eine Insel, wo jeder so sein Gemüse anbaut und man so autark lebt. Das ist so ein kleiner Traum, weißt aber, du? Nichts, was ich realisiere, aber so eine Community, die so die mich supportet und meine Videos liked. Und das war jetzt ein Abo da und jetzt auch noch mal schnell Wops holen. Weißt du? So am Strand leben und jeder baut Gemüse an und das und es gibt einen, der kocht. Es ist so ein Gedanke einfach. Aber wieso du? Was für eine Sekte? Ich hätte irgendwie nicht genommen, weil du halt so redest. Du kannst viel reden und ich glaube, dass du Leute dazu bewegen könntest, das einfach zu machen und zu sagen, hey, doch, mach das mal, das ist gut für dich. Und dann. So. Ich glaube einfach, würde ich sagen. Ich glaube, also wir haben ja alle dieses Gen, Leute zu unterhalten. Und ich habe das einfach nur aus dem Punkt gesehen, dass ich denke, mir macht, glaube ich, richtig viel Spaß. Einfach wenn, ich würde jetzt nicht Sekte sagen, aber dass da einfach Leute sind, die das feiern, was ich mache. Und so habe ich es einfach gesehen. Ja, wahrscheinlich. So. Der Anführer. Okay, gut, mach die nächste Frage. Okay, letzte Frage, aber die ist ein bisschen krass. Scheiterhaufen. Wer von uns würde als erst, das wollte ich auch sprechen, wer würde von uns mit Social Media aufhören? Mit Social Media aufhören? Mhm. Okay. Also, ne? Ich glaub, immer mit Begründung. Okay. Begründung ist wichtig. Du kannst alles hinschreiben und sich, der eine fühlt sich beleidigt, aber wenn Begründung da ist, alles gut. Dasselbe wie ich. 1, 2, 1. Ja. Ich mach's schon so lange. Ja. Also es wäre gelogen, wenn ich nicht darüber schon mal nachgedacht hätte. So, guck mal, auch ein bisschen ehrlich, du hast es auch schon echt durchgespielt. Ist es. Also es wird nichts mehr passieren, was mich umhaut, weißt du? Oh, vielleicht schon. In dem Sinne, in der Arbeit bestimmt, aber es gibt keine Zahl, die irgendwas mit mir mehr macht. Verstehst du? Ob ich, also es interessiert mich nicht ein Abonnent, der dazukommt, weißt du? Hm. Ich bin voll glücklich, was ich habe, aber es gibt kein Grund für mich, noch irgendwie größer zu werden oder das und dies, sondern ich habe das einmal durchgespielt und jetzt gerade erfinde ich mich eigentlich nur neu und versuche, einen neuen Pfad in dem Ganzen zu finden. Weißt du, was ich so bei dir fühle? Dass du irgendwann, du bist so einer, der so im Hintergrund ist und so Drehbücher für Videos schreibt und also, sagt so, hey, guck mal hier, ich habe euch das gegeben, hier ist mein Haus, hier ist mein Drehbuch, mach das mal. So, ich glaube, so eine Position. Also früher oder später werde ich wieder in der Produktion sein. Das ist, da komme ich her und da werde ich wieder sein, 100%. Ja. Also ich hätte dich aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann mich jetzt nicht schon wieder selber aufschreiben. Ich fühle mich auch ein bisschen doof, dass ich mich so oft aufgeschrieben habe. Nein, das ist gute Selbsteinschätzung. Aber ich hätte einfach dich eher genommen, weil ich finde, du machst es mit den Chips gerade und so und das ist einfach so für mich einfach ein neuer Weg gewesen, den du einschlägst. Jeder, also viele Influencer machen ihr eigenes Produkt und so, aber ich finde, du hast kein Influencer-Produkt, du hast einfach ein eigenes Produkt, ein seriöses Produkt, was im Markt ist, was beständig ist, nicht so ein One-Way-Ding. Weißt du, oh mein Gott, wir machen jetzt einmal Pullover oder einmal neue Schmink, was weiß ich, was die da alle für eine Kacke machen. Das ist ein seriöses, Produkt, was da auch seine Berechtigung hat, dazu stehen. Und das ist für mich einfach so ein neuer Weg, den du eingeschlagen hast. 100%. Von einem Content Creator zu einem, wie nennt man das nicht, Investor zu einem, das, was du machst. Ja, Firma haben. Ja, Firma haben. Ja, 100%. Und das ist auch natürlich ein Gedanke, den ich zum Glück vor Jahren hatte mit, was ist wenn? Und meine Energie heutzutage geht da genauso rein wie in meinen YouTube-Kanal. Ja. Also das ist nicht so, dass ich da nur irgendwie das Gesicht für bin, sondern es ist auch meine Firma. Und das sind auch meine Mitarbeiter und wir stimmen uns jeden Tag ab und telefonieren jeden Tag und es gibt keine Entscheidung, die ich nicht mit entscheide. Das ist mein Baby, 100%. Und klar, es war immer der Gedanke irgendwie, was ist, wenn es vorbei ist und das ist das natürlich,
was gerade fest ist und Teil meines Lebens. Und ja, das macht schon Sinn. Hey, ey, danke, dass ich hier sein konnte. Danke, dass du hier warst. Das ist richtig lieb, ey. Wir kennen uns ja immer nur so, ne? So ein bisschen so, hey, in Köln, hey, und ihr habt immer so gute Energie und ihr seid richtig. Ja, liebe Jungs, da freut mich wirklich sehr, hier zu sein. Also, wir wollen, also diese Folge, da können wir heute Abend gut schlafen, ne? Ey, danke, dass du da warst. Ach. Das hat uns natürlich, so ein bisschen war das gerade für uns, glaube ich, auch so ein bisschen, guck mal, wo wir noch überall hinkommen können, was wir alles so erreichen können. Ja. Das ist so ein bisschen, das war auch sehr gut für uns. Safe, macht vorsichtig, das ist mein Tipp. Also übersprintet euch nicht. Ups, jetzt haben wir eine Manege schon gebaut. Nein, macht das trotzdem in einem Tempo, in dem ihr euch wohlfühlt, hört auf euren Körper, hört auch auf euren Geist und nehmt euch auch mal Zeit für euch. Das ist das Wichtigste, weil wenn du nur in dem Film lebst, überholt dich der Film irgendwann. Es ist wichtig, auch mal einen Sonntag nichts zu tun. Und wenn man mal einen Samstag frei hat, ist es auch ganz gut. Wir buchen danach Urlaub. Schreibst du das auf? Ja. Bahamas. Rob hat gesagt, wichtig. Okay. Leute, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Abonniert den YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und was soll ich denn jetzt? Jetzt ist immer der Moment, wo du sagst, der Gast. Und natürlich, das letzte Wort gehört nämlich wie immer unserem Gast. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest oder irgendeinen guten Rat hast, gerne in deine Cam. Das war einfach wie in so einer Fernseh. Geht gerne in die Cam. Genau, das ist das, was man so ein moderatorisches Ich, was aus ihm gesprochen hat. Ach, nö, ganz viel Liebe, Freunde. Liebe ist wichtig und schön und ich liebe es gut. Und vergesst natürlich auch beim Rob-Up vorbeizuschauen, unten in der Infobox, überall da, wo es eine Box unten gibt, ist auf jeden Fall verlinkt. Ich rufe Robs nach Hause, damit sie auch mal wissen können, wie es schmeckt. Nicht, Leute. Ganz einfach. Die Paprika sind die geilsten, ich schwör's euch. Ohne Scheiß, ehrlich. Leute, dann, danke. Wir sehen uns. Dankeschön, dass ihr da wart. Ciao, Kakao, tschö mit Ö. Und wir freuen uns, wenn es bei der nächsten Folge wieder heißt. Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Können wir jetzt auch ein cooles Outro? Regie, drück den Jingle einfach nochmal. Ein riesengroßes Dankeschön geht raus an unsere Partner Bruno Banani, Pizza Hut und Uniqlo. Denn ohne euch wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Kuss.